Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Heute ein bisschen sanfter mit der Stimme umgehen, denn ich kriege gerade Halsschmerzen. Ich glaube, die Grippe ist am Anmarsch. Grippe? Fuck you! So, ich reagiere heute auf, die heißt Caramella, Karamell, irgendwie sowas. Sie bekommt ein Tattoo. Die Person vor mir entscheidet mein Tattoo. Ich habe hier gerade ein bisschen vorsprühen müssen, weil hier passiert einfach gar nichts. Ja? Ich kann euch nicht sagen, um was es hier eigentlich wirklich geht. Wir wollen ja wieder nur auf das Tattoo reagieren und was dahinter steckt. Hier steht jetzt, die Person vor mir entscheidet mein Tattoo. Was heißt es jetzt? Ja, da steht schon wieder kein Clickbait. Ich habe schon wieder so ein komisches Gefühl, auf was wir jetzt hier gerade stoßen, aber wir ziehen uns das jetzt trotzdem mal rein. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, das ist kein Clickbait. Ne? Ja, gut, let's go. So, Leute, das ist das frische T-Shirt mit seinem Logo. Jetzt fühle ich mich wirklich bereit, um tätowiert zu werden. Mein Scherz. Okay. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal Lukas dazu, er hat uns erstmal ein bisschen. Ja, er ist schon da. Hallöchen. Hi. Na, hast du schon Bock? Ja, geht. Ich habe richtig Angst, also wirklich. Ich wollte einfach nur, dass es ein krasses Video wird. Also, ich weiß auf jeden Fall, was das letzte Tattoo war und ich glaube, das wird echt hart so. Ne? Wirklich? Das ist dein Körper, ne? Oh Mann, und ich habe auch gar keinen. Was ist das denn? Kim, du musst es nicht machen. Weil jetzt habe ich hier alles schon aufgebaut, ich habe mir Termin freigehalten. So. Ach so, okay, gut, alles klar. Ja, ich habe gerade gegessen, ich muss mich mal aufstoßen. Er ist also gerade, nicht gerade, also er ist der Tätowierer, okay, alles klar. Da wissen wir schon mal Bescheid. Ich würde es echt scheiße finden von euch, so ne. Warte mal, sie hat gesagt aufgebaut. Okay, das heißt, es ist nicht im Tattoo-Studio, alles klar. Ja, eben. Oh nein, nein, und jetzt haben wir auch schon gefilmt, Ries. Ich mach das jetzt, ich zieh das jetzt einfach. Jetzt den Weg zurück. Oh, da schnell aus dem Fenster. Wir könnten gerade auch so modeln für deine T-Shirt-Marke schon, ne? Warte, warte, jetzt kommt ein cooler Effekt. War die Person männlich oder weiblich, die du gestochen hast? Puh, kann man das heute so einfach sagen? Also, ja, es war divers. Sagen wir, es war divers. Okay, das hört sich schon mal ganz, ganz, ganz verrückt an. Und das hört sich nicht so an, als ob das Tattoo gut wäre. Ja, und wenn man jetzt zwei Geschlechter hat, welches hatte das, die Person dann? Ich weiß nicht, ich steche einfach das Tattoo und dann sagst du mir das. Oh Mann! Ja, das hört sich nicht gut an. Warte mal, wollen wir es so machen, dass ich das Tattoo gar nicht vorher sehe? Dass du es erst siehst, wenn es fertig ist. Ich weiß es nicht. Aha! Noch cooler. Endlich geht's jetzt mal ein bisschen darum hier. Okay, was? Die Tattoo darf sie nicht sehen. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Das finden, weil da kann man locker die Zerstörung deiner Person in deinem Blick sehen. Oh Gott, vielleicht erfühle ich es ja auch, wenn du es nicht. Aber weißt du, welche Stelle du machen willst? Also es kommt ja irgendwie drauf an. Ah, stimmt. Hattest du nicht gesagt, die Stelle suchst du dir selber aus? Ja, ja. Ja, das wäre dann halt abhängig von. Hat die Dame denn schon die Karamella, Karamell, keine Ahnung, Karamellbonbon? Hat die denn schon ein Tattoo? Weil die sieht so leer aus, so nackig. Von dem Tattoo gewesen, ne? So wäre das ein Scheiß, hätte dann hätte ich einfach auf den Arm. Auf den Arm drauf, ja. Auf den Arm drauf, da. Nee, weil weiß ich nicht so, man könnte es auf jeden Fall auch so irgendwie so hier über den Ellbogen machen. Ja, dann würde ich es ja selber nicht sehen, nur die Leute hinter mir. Oder wenn du im Spiegel stehst, ne? Im Spiegel? Stimmt. Ich stehe immer im Spiegel und dann gucke ich nach außen. Ja, lass machen einfach. Also einfach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, Hey, das ist so eine dumme Idee schon wieder, Kim. So, das Ding ist, also ich habe auf jeden Fall schon mal auf dein Instagram geguckt, ne? Das ist schon mal nicht. Fuck! Kann ich zu. Ah, da haben wir es, sehr gut. Aha. Junkie Tattoos. Na, ja, das ist doch schon mal ein ausgezeichneter Name. Ja, was da los ist. Okay, ich sehe aber schon anhand dieses Bildes hier von seinem Instagram-Account, sehe ich schon mal aus Münster, okay, alles klar. Alhamdulillah. Ignorant und Trash seit Tattoos, alles klar. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es sind so, also jedes Motiv, was ich jetzt hier gerade sehen kann, es sieht immer so, ne, ist sehr logomäßig drauf, ne? Also ich denke mal, gestalte alles selber. Das sieht ganz klar nach Skizzen aus, die du am iPad machst oder am Rechner. Ja, das ist so ein Logo-Tätowierer. Ich nenne es immer die Aufkleber-Tattoos. Ganz klar, er ist so ein Aufkleber-Tattoo-Boy. Gucken wir mal weiter. Das ist schon mal nicht verkehrt, ja. Ja, ist das auch das Tattoo? Hast du schon? Also hast es gibt du auch ein paar Tattoos, die ich noch nicht gepostet habe, einfach um halt, ne, vernünftigen Content-Flow zu haben. Das ja, sind halt kenn ein paar Tattoos, die ich halt noch nicht gepostet habe, so. Ja. Ich weiß nicht, also. Ich habe eben schon mal geguckt, sind echt gute dabei, aber es sind auch welche dabei, also mit denen sollte Kim auf jeden Fall nicht auf dem Arm rumlaufen. Ich okay.
Ey, diese Musik gerade schon, ne? Wie sie diese traurige, düstere, schlimme, oh mein Gott, das passiert was, Musik einfügen, ist ja schon unglaublich. Aber, ist das ein Mädchen oder ein Junge? Links. Ist auch egal, ich bin gerade vom Thema schon wieder abgeweicht. Okay, also, um ehrlich zu sein, kommt ja jetzt doch nicht irgendwas rauf, was jemand anderes aussucht, so richtig. Also, man merkt gerade schon, es ist alles so ein bisschen komprimiert. Sprich, es gibt nur gewisse Motive, die sich da aussuchen kann. Ja. Ja, hätte man auch so irgendwie schreiben sollen, war in die Überschrift, weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen komisch mir gerade. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass du mich dann nicht mehr schön findest. Ey, ich find's auch so Ach, die absurd, dass ich das zusammen! immer für ein Video machen muss, ne? Ach, das ist ein Junge! Ja, als ob so ein Tattoo dich bereichert hätte für ein Video. Nein, es muss so ein Fremdes sein. Ja, Leute, es soll auch zum Krass sein. Leute, ihr wisst, ihr seid auf dem krassen Channel, ja? Also abonniert. Ich guck mir gerade mal so ein bisschen an, was Ah. er alles schon gemacht hat. Okay, alles klar. Achso, was er schon gemacht hat. Wie ist es jetzt einfach nur, damit sie. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen weiter gucken erst. Das sind nur Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Oh, also kann ich nichts davon bekommen. Ich wollte Nee. gerade sagen, das wäre richtig gut. So good Ja, also vibes. schon, sind auf jeden Fall gute schon dabei, ne? Sind auf jeden Fall auch Sachen dabei. Oh, das ist cool. Ja, es sind auf jeden Fall auch Sachen dabei, die dir überhaupt nicht stehen. Zum Beispiel. Das würde ich mega witzig finden. Aber halt. Finde ich Chief Wiggin als Schwein, finde ich bis jetzt auch am besten. Nicht an dir. Ey, Mann! Ich weiß nicht, ob man das reinschneiden darf, aber sowas Oh, auf den Arm ist KIZ-Puller. auch gewagt, finde ich. Alter! Ey, Scheiße, ich habe da nicht richtig drüber nachgedacht, glaube ich. Ey, ich hoffe einfach, dass die Person vor mir einen richtig guten Geschmack hatte. Ey, es kann wirklich richtig. Die Person vor mir, ach so. Ah, die Person vor mir entscheidet mein Tattoo, sprich das, was sie bekommen hat, bekommt jetzt quasi auch. Ah, so. Aber warum macht man sowas für immer auf seiner Haut, Alter? Das kann safe nur abgesprochen sein. Ganz klar, ich schwöre auf alles, das ist abgesprochen, weil. Welcher Mensch da draußen, außer die Frau, die dafür Geld bekommen hat, da habe ich übrigens ein Video zu gemacht, ist irgendwo bei mir unter Videos zu finden. Nee, das würde sie safe niemals zulassen. Wie alt ist sie? Lass sie 20 sein? Safe, Mann, Alter, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Niemals, das ist abgesprochen. Sie weiß, was vorher passiert. Ey, das ist so eine Story, aber wir gucken einfach mal. Weil, also, was ich euch jetzt schon sagen will, ist: Safe, die kriegt ein Tattoo, was zu ihr passt. Da bin ich mir ganz sicher. Passt auf, komm, wir gucken mal weiter. Ich katastrophal werden. Ich habe da wirklich nicht richtig drüber nachgedacht. Ja, machst du nicht, glaube ich, Hm, oder? natürlich. Ja, abbrechen ist nicht mehr, ne? Ehrlich nicht. Okay. Okay, wirklich nicht. Ja, okay. Okay, ich will es vorher, glaube ich, gar nicht sehen. Ich mach's einfach drauf. Ich sehe an ihrem Gesicht, sehe ich einfach, das ist. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ist gespielt. Ich verstehe sowas, man muss immer wieder neue Likes, Klicks generieren. Deswegen klar, dass man sowas irgendwie machen muss, irgendwann, wenn man damit sein Geld verdient, ja, hauptsächlich, dann ist das schon ein Punkt, den man machen muss, um irgendwie sowas zu finden, wo Leute viel raufklicken. Aber, also du siehst schon in der Mimik, siehst du einfach, das ist abgesprochen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine richtig gute Idee. Ja, ich kann es ja schon mal gucken. Okay, ja. Oh, aua. Guck dir Ja, das siehst schon mal du, an, Karma schlägt Junge. gleich Mach aber zu. nicht so blöde Kommentare. Mache ich sowieso, egal ob es gut ist oder nicht. Das ist das Tattoo, was ich zuletzt gestochen habe. Ich habe sie gerade schon gefragt, also so viel kann ich sagen, das war eine Sie, also das war ein Okay. bisschen Spaß, um dich ein bisschen fertig zu machen. Oh, gut. Habe ich ja mal Spaß dran, das weißt du. Ja, also ich denke tatsächlich, es könnte ihr unter Umständen gefallen. Also. Also da kennst du sie natürlich besser als ich, aber. Auf jeden Fall keinen Einhorn mit Pille. Wir machen es einfach. Wir machen es erstmal und wenn es dir nicht gefällt, streichen wir es durch. Diese Musik dazu, Alter, das ist so. System des Videos. Herzlichen Glückwunsch. Sehr viele Armhaare. Okay, er rasiert schon mal. Wir haben jetzt nicht gesehen, ob er vorher boah, Schwanz im Mund. Das Desinfektionsmittel benutzt, haben wir jetzt nicht gesehen, Kannst du aber ihre egal. Beine dann auch gleich rasieren? Nein. Macht er auf jeden Fall benutzt, safe. Das habe ich schon öfter gehört, ja. Ja, das machen Frauen nur im Sommer. Maurice, Mann. Leute, ihr wisst nicht, was sich unter dieser Hose befindet. Das ist Noch eine einfach Hose. ekelhaft. Aus Haaren. Eine Hose aus Haaren. Bist du bereit? Dieser muskulöse Arm wird heute tätowiert. Und er wird noch männlicher. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, ich lasse mich jetzt einfach. Ach ja, du hast es gesehen. Ja. Maurice sagt mal ungefähr so. Ist akzeptabel auf jeden Fall. Also. Was ist denn akzeptabel? Ich fände auch ein Apple-Logo akzeptabel. Ja. Aber blöd. Also ich kann dir einen Tipp geben, es reimt sich auf Zwiebel.
Also, ich komme davon nicht weg, ne? Das regt mich richtig auf. Ich kann euch sagen, ein Mensch, der sozusagen irgendwo im Fokus steht, sprich Fans hat, alles drum und dran, irgendwie, ne, ist ja YouTuberin, ne? Ich glaube, die verdient safe auf jeden Fall damit ihr Geld. Ich glaube, die hat über 100.000 Abonnenten. Damit verdient man auf jeden Fall schon sein Geld. Und sie steht, also sie ist jemand quasi, will ich damit sagen. Sie würde niemals im Leben einfach so damit leben. Das ist niemals. Das ist sowas. Sie weiß, was sie bekommt. Zwiebel? Ja. Zwiebel, Fahr. Dann gerade eine Frau. Desinfizieren wir dir mal den Arm. Alter, das ist aus wie gebrochen, der Arm. Spaghetti. Oh, das riecht richtig geil. Und das ist purer Alkohol. Jetzt wisst ihr Bescheid, Okay. Leute. Echt ein kleiner Arm, ne? Findest du? Ja, schon größere gesehen. Ich finde meinen Arm eigentlich relativ muskulös. Es wird ja erstmal noch eine Vorlage drauf gemacht, ne? Ja, das mache ich jetzt. Okay. Weggucken. Okay, soll ich meinen Arm so runterhaben? Ja, einfach dann. Okay, Ja. Ich weiß echt nicht, ob es dir gefällt. Toll, Was soll ich Alter. dazu sagen? Also wie sie schon mal steht, finde ich, hätte sie noch gerader stehen müssen. Ja, sie steht komplett schräg. Ich finde jetzt nicht, dass man das so perfekt sehen kann, ob es denn richtig gut aufgetragen ist. Gerade mit dem Ellbogen, das ist sowieso immer so eine Sache. Das ist ja über den Ellbogen, das soll genau direkt darüber sein. Ich denke, nehmen wir mal an, gerade. Ja, es könnte in die Hose gehen, wenn man es so aufklebt. Ich würde immer, dass derjenige gerade vor dir steht, quasi und nicht so schräg. Vorhin hat sie vielleicht eventuell den Arm sogar gleich gedreht. Das bedeutet, da verzieht das Ganze sowieso ein bisschen Albtraum. Aber ja, kommen wir zum Motiv. Tja, wie ich es gesagt habe, Leute, Love and Wins, glaube ich, Love Wins irgendwie so. Ja. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Die wusste, was sie bekommt. Also da ist einfach so, da bleibe ich bei meiner Meinung. Lieber nochmal anweisen. Das ist wirklich Ja, schlimmer. meinst du echt? Ja. Du bist deine Freundin, du musst es immer sehen, Ja, dass das sie ist ihr eigentlich Geheule schon. ertragen. Guck sie Boah. an, Kim. Also. No risk, no fun! Nee, also es ist nicht schlecht, aber guck sie bitte nochmal an, weil du kannst es wirklich nicht mehr wegmachen. Okay. Durchstreichen sieht nicht so toll aus. Also soll ich mir jetzt angucken, sagst du? Ja. So, jetzt wunderschön, dass wir das jetzt auch mal so sehen können. Er hat auf jeden Fall das selbst nachgezogen. Ich glaube nicht, dass es eine Maschine war. Also sprich, ein Thermodrucker wollte ich damit sagen. Ich finde, er hätte das ein bisschen. Also das ist nicht gut aufgetragen, würde ich damit sagen. Muss nicht immer am Tätowierer liegen, kann auch manchmal an der Haut liegen, aber meistens liegt es dann doch daran, wie viel Flüssigkeit du benutzt von dem Stencil-Stuff. Ich nenne es jetzt einfach mal Kleber, damit ihr wisst, was ich meine, damit das Blaue, also sprich die Blaupause, auch auf der Haut kleben kann. Da hat er eventuell zu wenig benutzt, ganz klar. Also ich finde es nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob du es magst. Guck es dir an, bevor das so stechen ist. Okay. Halt, Love Wins und ein Auge dazwischen. Ja. Ich finde, also wird das Auge noch ausgemacht? Das ist alles, was jetzt hier Ach so, das aufgefüllt ist die ist, bitte. schwarze Fläche Ja, dann. genau. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das echt gut. Ja, was für ein Zufall! Schade. Alter, also ich, doch, damit Ja. kann ich richtig gut leben. Na, schade, ich dachte, wir haben noch ein bisschen. Zeig mal, aber da, du bist dir sicher, das ist für immer, Kim, ne? Ja, auf jeden. Hä? Also wirklich, Ist das für Props. eine Elefantenhaut? Krass, Alter, die Person vor mir hat auf jeden Fall ein Händchen bewiesen. Also ich bin gerade richtig erleichtert und froh, Mann. Ich dachte, ich müsste mir vielleicht so ein, keine Ahnung, Karottenkopf oder so? Also eine Karotte mit Gesicht. Ich mache vier Karottenköpfe. Wie lange dauert das noch? Er malt mit einer. Das sieht nach einer Magnum aus. Schade, ich hätte gerne gesehen, wer die Linien zieht auch. Ist der du? Ja. Er hat. Was ist das für eine Maschine? Ich kann es wieder nicht richtig erkennen. Jedenfalls ist alles schön eingepackt. Ich überlege nur gerade mit dem Griffstück. Ich glaube, da ist nichts drauf. Keine Bandage, kein Einweg-Schaumstoffgriff und es ist, glaube ich, auch kein Einweggriff aus Plastik, den man wegwerfen kann, sprich, und dann wieder was Neues draufpacken kann. Das sieht schon mal nicht gut aus. Die Hälfte haben wir. Wir haben ziemlich genau die Hälfte jetzt. Ehrlich, die Hälfte? Ja. Hat er Ja. doch was Also drum? vom Füllen, ne? Dann die Jetzt können wir Aufmerksamkeit. sehen. Nein! Leute, guckt euch das an. Tattoo-Maschine ist vorne nicht eingepackt. Richtiger Albtraum. Denn klar, mag sein, dass er vielleicht trotzdem seine Tattoo-Maschine desinfiziert nach diesem ganzen Vorfall. Aber was ist, wenn er es mal nicht getan hat? Und auch da wieder, safe wird er das mal vergessen haben, weil man hat manchmal auch Stress im Leben als Tätowierer. Deswegen benutze ich immer einen Einweg-Schaumstoffgriff. Damit mir sowas nicht passiert, weil da muss ich immer einen neuen nehmen aus einer neuen Verpackung, die eingeschweißt ist. So, weil er weiß, wen er schon vorher damit tätowiert hat und seine Griffe da dran hatte. Das heißt, da ist ein Bakterienfänger, wenn da nichts drum ist. Es ist einfach so. Wenn er mir erzählt, es ist nicht so, dann ist es ist fake. Ja, das ist, da muss was rum. Er hat es nicht getan.
Arbeitet mit einer Rotary-Maschine auf jeden Fall. Er hat vorne, ich glaube, eine Quadron-Nadel drauf. Ist auch eine Einwegnadel, wenigstens das. Das ist nicht die Langnadel. Das setzt du einfach rauf. Kannst du, glaube ich, während die Maschine an ist, kannst du so raufdrehen. Glaube ich. Also, jetzt sind wir halt bei meinem Cheyenne-Pen. Ja. Was soll ich sagen? Linien. Gucken wir uns nochmal kurz die Linien an. Wir können es hier ein bisschen erkennen. Ich sehe schon, wie er hier ausmalt. Ich glaube, der ist noch nicht so lange dabei beim Tätowieren. Ich finde jetzt nicht, dass es schon. Es ist noch nicht ganz profihaft, finde ich. Es könnte jetzt aber auch wieder täuschen. Naja, gucken wir weiter. Natürlich schon. Oh mein Gott, also so langsam ist es richtig schlimm, Mann. Wir haben jetzt knapp die Hälfte. Das ist ein kleines Popel-Tattoo. Ey, Leute, bei mir liegen 7 Stunden da. Was? Knapp die Hälfte. Das hast du doch eben gerade gesagt. Ja. Also ich bin der Meinung, das Auge hat ein paar Kanten. Also es dauert halt so ein bisschen, so ein Tattoo, ne? Da. Ich glaube, es hat ein paar Kanten. Es könnte auch nur sein, dass es so aussieht. Wie gesagt, ich will ihnen ja nichts unterstellen, aber auf den ersten Blick, das würde jeder andere jetzt, glaube ich, auch sagen, hat es leichte Kanten drin. Oh, Mann! Wäre es eigentlich schlimm, wenn ich mich verschrieben hätte? Ja. Oh Mann, ich glaube nicht, dass ich das wirklich gemacht habe. Ey, wie dumm. Egal. Fix. Ja, jetzt ist es fast nur noch das Wind ausfüllen. Ich dachte, jetzt sagst du, es fast nur noch die Hälfte. Er benutzt auf jeden Fall Spritzer, benutze ich auch. Ich glaube, hier liegt ganz normale Vaseline auf dem Tisch. Richtiger Albtraum. Benutzt doch bitte einfach eine schöne Creme, die nicht fettet. Diese Vaseline ist völlig für den Arsch. Ja? Das, sorry, aber geht gar nicht. Er haut nicht atmungsaktiv darunter, ist einfach nur ein Fettschmalz, den du darauf schmierst. Nee, geht nicht. Dettol hat er im Hintergrund, damit hat er quasi desinfiziert die Haut. Dettol 100% Alkohol, bin ich mir gar nicht so sicher, hat er vorhin gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich 100% Alkohol ist. Auf jeden Fall kannst du es benutzen. Das kannst du tatsächlich für beides benutzen. Einmal für die Haut zum Desinfizieren und für deine Fläche. Das heißt, Flächendesi ist es gleichzeitig, ist es alles. Total krass, aber ja, ist so. Ist also fast noch die Hälfte. Oh Mann! Ein bisschen mehr als die Hälfte ist es noch jetzt, ne? Echt? Ja, klar. Ja, denkst du, also ganz im Ernst, was denkst du denn, wie lange es dauert? Das war sehr erotisch. Danke, Kim, also wirklich, ne? Ich nehme mir hier die Zeit und mache das für dich. Wie er wie die Maschine auch hält. Hochkant, zack, du Ruff. Nee. Ich glaube, der ist noch nicht so lange dabei. Aber man lernt ja immer dazu. Ja. Weißt du, ich tue dir hier echt einen dicken Gefallen so. Und weh? Und weh, so. Ja. Und du freu dich doch mal ein bisschen so. Yay. Ne? Ich liebe Schmerzen. So, Kim, Hälfte haben wir. Was für die Hälfte, Mann, ich kann nicht Naja, mehr. Nicht ganz die Hälfte. Ich. Das kommt nicht klar. Wie geht's dir? Willst du das nochmal machen? Nein. Fandest du, es war eine gute Videoidee? Ich kann nicht reden, ich kann nicht nachdenken. Mehr Schein als sein, kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist einfach, weil die Kamera an ist. Da kannst du mir erzählen, dass du rumholst wegen einer halben Stunde. Wie lange noch? Wann kommen wir an? Ist das extra, dass das Auge so schielt und nach innen guckt? Kim. War nur ein Scherz, Leute. Wow! Das sieht ja irgendwie cool aus. Oh, was ist das für das ein. Kann man das jetzt essen? Was für ein Zufall? Angenehmste Stelle. Das muss ich. Also Leute, falls ihr ein Tattoo wollt und danach noch so eine Massage genießen wollt. Junkie Tattoos auf Instagram. Sind wir du fertig? Ja. Jetzt vielleicht doch lieber auf einen anderen Arm gemacht. Das ist hier auch nicht richtig ausgemalt. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ehrlich? Also qualitativ muss ich leider sagen, absolutes No-Go. Ich kenne es selber mit dem Ausmalen, es ist echt ätzend, wenn man gerade sowas nur macht und ausmalt. Deswegen mache ich sowas nur im Zusammenhang mit anderen Geschichten. Niemals nur so ein Logo, also wenn dann sowieso nur als kleinen Termin bei mir und den gibt es sowieso nach meinen richtigen Terminen. Manchmal fülle ich dann jemanden da so seinen kleinen Wunsch, sage ich jetzt mal dazu. Aber in der Regel tätowiere ich sowas zum Beispiel gar nicht. Das muss man dann einen Zusammenhang haben, ne? Also eine Silhouette zum Beispiel mit einem Hintergrund, der dann ins Realistische rübergeht. Ich habe es noch gar nicht richtig gesehen. High five. Geil! Das tut immer noch richtig weh, aber ich finde, es sieht richtig geil aus ja, irgendwie. Ja, hast du Glück gehabt. Ey, ich bin so erleichtert. Hä? Ich habe so Glück gehabt, ich komme gar nicht klar. Das hätte so ein Fail werden können, ne? Du hättest dich stechen lassen, wenn es ein Schrott-Tattoo gewesen wäre.
Ja. Ist okay, hast du gut gemacht. Dankeschön. Oh, ist überhaupt mit deinem Gesicht? Ist mein Make-up hier ein bisschen? Ja, hast du geweint? Ja. Oh. Meine Teilnehmerurkunde. Pflegehinweise. Das ist schon mal geil, dass er sowas hat. Haben wir tatsächlich auch im Laden. Aber, ja gut, er hat es so aufgeschrieben, er hat es eventuell auch nochmal so verbal quasi erzählt, was man zu machen hat. Was ich aber sehe, ist, er hat Frischhaltefolie drum. Und eigentlich kann er den kompletten Pflegehinweis eigentlich könnte sie ihn nehmen, ein Feuer holen kurz, hatte sie ja, glaube ich, am Anfang des Videos, und könnte dann den ganzen kompletten Zettel anzünden, weil allein, dass diese Frischhaltefolie schon da drum ist, ist einfach ein absolutes No-Go! Kunde. Yay. Also ich bedanke mich recht herzlich, dass du da mitgemacht hast. Ne? Das war echt cool. So sind ja auch wirklich gute Freunde, kennst du mich auch schon seit Jahren. Seit Jahren. Ja. So, das war's an dieser Stelle. Ich dachte, da kommt noch mal ein bisschen was, aber hier können wir es nochmal jetzt richtig sehen. Es ist Frischhaltefolie so raufgeklebt. Leute, das ist ja hier kein Angriff oder weiß ich was. Ich will ihn hier nicht fertig machen. Ich mache einfach nur eine Analyse und den Leuten gefällt es. Für viele Leute da draußen, die zum Beispiel den perfekten Tätowierer finden wollen, finde ich das sowas genial. Heutzutage liest du ja sowas irgendwie nur in irgendeinem Forum, tippst bei Google ein, was passiert beim Tätowieren, wie ist das Tätowieren, was passiert. Ihr wisst schon, was ich meine. Und deswegen mache ich so eine Videos, damit die Leute einfach Bescheid wissen. Das ist aber immer nur meine Meinung, ja. Es gibt auch Leute da draußen, die werden bestimmt sagen, ich kann nicht tätowieren. Natürlich, das gibt es nun mal. Das ist auch gut so, dass es sowas existiert, weil sonst wären wir alle gleich. Ne? Sonst würde jeder auf die gleiche Frau stehen und jeder auf das gleiche Tattoo und jeder auf das gleiche Auto und immer so weiter und so fort. Deswegen an dieser Stelle, aber ich denke mal, du wirst das Video bestimmt sehen. Einige Tätowierer haben das tatsächlich schon gesehen, was ich hier mache. Also besonders die auch selber im Video vorkommen. Und deswegen lege ich dir ans Herz, setz dich mal mit der Pflege ein bisschen weiter auseinander, also beziehungsweise was das ganze Hygiene-Thema betrifft. Einfach mit dem Einweggriff, dass du da Schaumstoff drauf machst oder eine Bandage drum. Ey, das kostet nicht mal einen Euro, Mann, pro Kopf. Wirklich, nicht mal einen Euro. Und ich denke mal, so ein Tattoo nimmst du safe, bin ich mir ganz sicher, schon gute Preise. Was jetzt auch nicht schlimm ist, weil jeder verkauft selber seine Kunst. Ich finde nur, man darf halt nicht übertreiben und man sollte auch nicht untertreiben. Man muss die perfekte Mitte finden. Die habe ich bei meinen Kunden gefunden, finde ich. So, auf jeden Fall an dieser Stelle. Du musst diese Frischhaltefolie weglassen. Nimm da bitte eine Klebefolie, ganz klar. Oder ein Spray, was 48-Stunden Schutz hat. Wobei ich da auch nicht hintendiere, sondern eher zur Klebefolie. Ist das Beste, was du machen kannst. An dieser Stelle gib dem Video ein Däumchen fürs Fläumchen und ein Abo da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis deine Antenne!